Die Bayer AG ist ein Urgestein der deutschen Industrie. Nach Schätzungen der Grünen im Europäischen Parlament aber soll sie in den vergangenen 10 Jahren ganz legal 3 Milliarden Euro an Steuern eingespart haben. Denn die Bayer AG soll sich bemüht haben, die Steuern auf ihre Gewinne vorzugsweise da zu zahlen, wo die Steuersätze niedrig sind. Wir vergleichen den normalen Unternehmenssteuersatz mit dem, was Bayer tatsächlich bezahlt hat. Und wenn Sie die Gewinne der letzten 10 Jahre zusammenrechnen, dann ist die Differenz der eigentlich in Deutschland fälligen Steuern gegenüber dem wirklich gezahlten 3 Milliarden. Die Bayer AG möchte uns zu diesen Vorwürfen kein Interview vor der Kamera geben. Bayer schreibt uns, die Studie der Grünen sei pure Polemik, die schwere, nicht näher belegte Vorwürfe erhebt. Und weiter. Die genannte Steuerersparnis ist völlig konstruiert und die Ermittlungsmethode ist, anders kann man es nicht sagen, unseriös. Die Bayer AG betreibt rund 475 Tochterunternehmen weltweit, mehr als 60 davon in den Niederlanden, in Delaware in den USA und in anderen Steueroasen. Aber auch in Deutschland nutzt die Bayer AG steuerliche Unterschiede. Im Schnitt liegt der Gewerbesteuersatz in Deutschland bei 14,11% des Gewinns. In Monheim am Rhein aber liegt er bei 8,75%. In Schönefeld nahe Berlin bei 8,4%. Bayer hat 5 Niederlassungen in Monheim und hatte bis vor kurzem 10 in Schönefeld. Monheim zieht mit diesem niedrigen Steuersatz Unternehmen an und lebt gut damit, ist schuldenfrei, Kita und Busse sind hier kostenlos. Ein Interview gibt es auch hier nicht, wegen des Steuergeheimnisses. In Schönefeld dagegen ist man enttäuscht von Bayer. Denn Leverkusen, die Heimat des Bayer-Konzerns, machte im Dezember 2019 einen radikalen Schritt. Man senkte den Gewerbesteuersatz ebenfalls auf 8,75%. Und Bayer zog geschwind alle seine 10 Töchter von Schönefeld nach Leverkusen. Ich bedauere grundsätzlich, wenn sich Unternehmen von der Gemeinde Schönefeld verabschieden. Ich freue mich über Unternehmen, die sich in der Gemeinde Schönefeld ansiedeln. Die Überlegungen, die dazu führten von dem Unternehmen, erschließt sich mir nicht. Das ist auch deren Entscheidung. Im Rathaus Schönefeld wurden sie sozusagen mit den eigenen Waffen geschlagen. Das Geschäftsmodell einzelner Kommunen mit niedrigen Gewerbesteuersätzen Unternehmen anzulocken, ist natürlich nicht nachhaltig, weil die Nachbarkommunen dann nachziehen und am Ende haben wir alle weniger Steuern und die müssen dann bezahlt werden von normalen Bürgerinnen und Bürgern oder wir haben einen armen Staat, der nicht investieren kann in die Zukunft, in die Bildung. Beides kommt uns teuer zu stehen. Noch stehen sie, die Bayer-Schilder in Schönefeld. Die Steuereinnahmen aber sind weg.